Finale ist drin, auch wenn die komplette Suhler Mannschaft ausgerufen hat. 16:15 für Schwerin, technische Auszeit. Technische Auszeit ist beendet. Parale mit der Angabe nun für den Schweriner SC. 16:15. Und das ist zweimal erfolgreich. Der Schweriner Block. 17:15. Ist der Schweriner Block erfolgreich. 18:15. Der Ball crossgeschlagen, geht ins Aus. 19:15 für Schwerin. Auszeit genommen vom VfB Suhl. Auszeit beendet, Parale bei der Angabe für Schwerin, 19:15 der Spielstand im vierten Satz. Der Ball in der Mitte durchgespielt, Adam Ilic, 19:16. Berit Kaufeld legt den Ball vorbei. 19:17. War ganz clever rübergedrückt. Aber der Punkt geht an die Gäste aus Suhl. Da die ganze Halle schon gestanden, aber der Schiedsrichter entscheidet anders. 19:18.
geschlagen. Tormann zum 20:18 für Schwerin. Kasperski fortgeschlagen in die Mitte, 21:18. Rettler bei der Angabe. Ja, Rettler schön gerettet, aber der geht dann doch ins Aus auf der anderen Seite vom Netz, 21:19. Vormann den Block durch, 22:19. Vormann nun auch mit der Angabe für die Schwerinerinnen. Turm schlägt Brand an. Der Ball geht jetzt aus, 22:20. Kasperski durch den Block, 23:20 für Schwerin. Auf Fachale zum 24:20 und die Halle steht. Matchball für den Schweriner Sportclub. Jule Paul bei der Angabe. Abgewehrt, der erste Ball. Rapajic von der Mitte. 24:21. Tanja Simank mit dem Aufschlag zu Suhl. Kasperski, der Pass